Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hatte den richtigen Krampf, die PS5 ist nicht angesprungen, dann musste ich das Ganze auf einer Xbox Series S aufnehmen. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen. Ich glaube, es ist ganz in Ordnung geworden. Aber ja, ihr werdet sehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's mit Spanien gegen Deutschland. Ja, viel Spaß. Spanien gegen Deutschland, für manch einen schon das vorgezogene Finale, aber es ist nun mal eine Viertelfinalpartie. Das heißt, der Sieger dieses Duells zieht in die Runde der letzten vier ein, also ins Halbfinale. Ein durchwachsener erster Durchgang. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Hier und da ging es dann auch mal härter zu. Toni Kroos räumt Alvaro Morata ab. Vielleicht dann noch so eine kleine Real Madrid-Atletico Madrid-Fehde. Zu viel rein interpretiert natürlich, aber es war zumindest mal ein Zeichen, dass Deutschland hier kein Kind von Traurigkeit war. Wir sind schon in der 45. Minute, dann einmal Deutschland im Vorwärtsgang. Toni Kroos auf Ilkay Gündoğan, der Schuss aber noch im letzten Moment abgewehrt. Daraus resultierte eine Ecke, die wir uns anschauen. Florian Wirtz bleibt standhaft und testet Unai Simon unmittelbar vor dem Pausenpfiff die beste Chance im ersten Durchgang, in der es nicht besonders viele Möglichkeiten auf beiden Seiten gab, Deutschland tendenziell aber die etwas bessere Mannschaft. Durchgang Nummer 2. Spanien musste besser werden und sie taten mehr nach vorne. Stunde knapp von der Uhr. Carvajal. Pedri zurückgelegt auf Rodri. Rüdiger schmeißt sich rein. Schon gegen Dänemark tat er das und machte so die Man of the Match Performance. Nur wenige Augenblicke später, dieser Eckstoß von Spanien, der fliegt ihn aber um die Ohren. Sané, gerade reingekommen, frisch für Havertz, hat die Luft und hat das Sprinttempo. Die Spanier können das nicht mitgehen, sind vollkommen überlaufen. Leroy Sané, was für ein unfassbares Tor. 66. Minute. Leroy Sané, dass er noch Luft hat zum Jubeln, ist eigentlich unfassbar. Nach diesem Sprint wirklich über das komplette Feld. Die Balleroberung an der eigenen Eckfahne, dann behält er noch die Nerven und markiert das 1 zu 0 für Deutschland. Die Zeit lief den Spaniern davon. Olmo auf Morata, der im Strafraum wird nicht angegangen und Neuer mit einer Glanzparade verhindert hier den Ausgleich. Kurz vor dem Ende. Was für eine Glanztat. Lenkt den Ball noch an den Pfosten. Da ist natürlich auch etwas Glück dabei, aber trotzdem, das ist super gemacht und das ist der Halbfinaleinzug für Deutschland. Sie gewinnen knapp, aber nicht unverdient durch einen genialen Moment von Leroy Sané. Viertelfinale Nummer 2 im Volksparkstadion zu Hamburg ist es. Das Duell Portugal gegen Frankreich. Beide Mannschaften setzten sich knapp durch. Portugal, da wurde es ja wirklich richtig dramatisch. Erst im Elfmeterschießen ging es da in die nächste Runde. Portugal in den roten Trikots. Logischerweise hier mit Ronaldo mal auf der Außenbahn. Palhinha, Bernardo Silva und Bruno Fernandes bleibt erstmal hängen. Nachschuss abgeblockt. Eckball, aber aus dem wurde nichts. Es war ein zäher erster Durchgang. Frankreich kam dann auch mal in die Gefahrenzone, aber diese Szene mal sinnbildlich rausgearbeitet. Portugal war dann immer wieder dazwischen, verhinderte einen gefährlichen Abschluss und folgerichtig ging es dann torlos in die Pause. 0 zu 0 nach 45 Minuten. Spielerisch hatte man sich von diesem Duell eigentlich etwas mehr erhofft. Aber manchmal ist es dann eben so, dass nicht viel bei rumkommt. Durchgang Nummer 2 brauchte auch so seine Minuten, um in Fahrt zu kommen. Jetzt mal über die linke Seite Hernandez und Ousmane Dembélé kommt in den Kopfball. Aber Diogo Costa, der
Matchwinner aus dem Achtelfinale fängt den hier logisch sicher auf und hat keine Probleme, den Ball festzuhalten. Noch 5 Minuten auf der Uhr. Mbappé bringt die Flanke und die Fahne vom Assistenten schwingt sofort in die Höhe. Der hat ein Handspiel erkannt von Mendes und das schauen wir uns an. Es ist eine kurze Distanz, es ist hinter dem Körper. Dafür ein Strafstoß. Das tut weh. Mbappé nimmt sich der Sache an und verwandelt eiskalt in der 86. Minute zum 1:0 für Frankreich. Diogo Costa, der alle drei Elfer halten konnte im Elfmeterschießen der vergangenen Runde, ist hier machtlos. Mbappé entscheidet sich für die rechte Ecke aus seiner Sicht zu platziert, um da was zu halten. Und das war der spielentscheidende Treffer. Portugal konnte nicht mehr ausgleichen, muss sich nun im Turnier verabschieden, aus dem Turnier verabschieden. Und Frankreich zieht ins Halbfinale ein. Viertelfinale Nummer 3, Düsseldorf Arena ist der Austragungsort. Das Spiel heißt England gegen Schweiz. In einem dramatischen Finale im letzten Akt der Partie gegen Slowakei setzte sich England durch. Bellingham mit einem Fallrückzieher machte das späte Ausgleichstor. Kane hier das 2:1 in der Verlängerung. Wird hier erstmal geblockt. Es war eine muntere Partie, die tatsächlich ziemlich offen gestaltet war und England probierte auch selbstständig etwas fürs Spiel zu tun. Noch in der Anfangsphase Alexander Arnold. Zum zweiten wird erst geblockt, dadurch Sommer eigentlich aus dem Spiel, aber wie der sich ausrichtet und dann den noch da rausfischt, das ist ganz große Torhüterkunst. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Szene der Schweiz. Freuler und Vargas aus der Drehung knapp am Tor vorbei. Zeigte aber, dass die Schweiz eben auch immer wieder ihre Akzente nach vorne setzen konnten. Halbzeit war dann 0:0, hätte aber genauso gut auch 1:1 stehen können oder mit leichter Tendenz zu England. Kurz nach Wiederbeginn wieder England. Kane. Spitzer Winkel. Jan Sommer ist da. Wehrt zur Ecke ab. Das Ganze in der 49. Minute. Richtig gute Druckphase nun der Briten Alexander Arnold. Und wieder Jan Sommer, der hier zum Klasse-Keeper, ja, nicht erst avancierte, das wissen wir ja, dass der klasse ist, aber hier eben auch nochmal dem Ganzen einen draufsetzte. Das führte sich auch sofort. Wir blicken aber auf das Ergebnis nach 90 Minuten und das war 0:0. Die Verlängerung sollte es also sein. Das für England zuletzt ein gutes Omen, aber gegen so einen Keeper, da verzweifelst du dann auch irgendwann. Wieder Sommer hier gegen Watkins. Schöne Reaktion. Jan Sommer vollkommen zu Recht im Fokus. 105 Minuten nun gespielt. Sprung in Durchgang 2. Okafor schickt Rida. Pickford. Auch der war hier ab und an mal auf dem Prüfstand und konnte auch sehr gut parieren. 120. Minute. Noch einmal die Schweiz. Okafor bringt die Flanke und Embolo setzt den Lucky Punch in der 121. Spielminute. Logischerweise war die Schweiz jetzt nicht mehr zu halten. Unfassbar. Unfassbar. England bekommt die eigene Medizin zu schmecken. Ein später Gegentreffer, der die Herzen brechen lässt. Embolo kickt England raus, das Ganze auf die dramatischste Art und Weise, die man sich nur vorstellen kann.
Ein Halbfinalteilnehmer fehlt noch. Das Ganze wird ausgespielt zwischen der Niederlande und der Türkei. Beide Mannschaften durchaus überzeugend in ihren Duellen. Türkei vor allem etwas überraschend Österreich rausgekickt, aber das war ein Klassenspiel der Türken, die auch hier gegen die Niederlande nicht als Außenseiter ins Spiel gehen wollte. Das zeigten sie hier, die Einstellung, die war wirklich ordentlich und hier hätte es auch um ein Haar funktioniert. Dann mal die orange gekleideten über Memphis Depay und die haben dann doch vielleicht noch die etwas bessere Qualität in der Spitze. 1:0, 42. Minute. Das Ganze schön über rechts vorbereitet. Memphis Depay einmal angenommen, dann im Lauf abgeschlossen. Das war ein klasse Tor und letztendlich auch nichts mehr zu halten für den so starken türkischen Torhüter. Die Niederlande im zweiten Durchgang aber noch einmal Form verbessert. Hier fast das 2:0, wurde aber noch verhindert. 10 Minuten noch. Memphis Depay mit der Ecke und Dumfries mit dem 2:0. 80. Minute, die Vorentscheidung in dieser Partie. Guter Eckball, Dumfries auf dem Elfmeterpunkt, dann ist es ein Aufsetzer und der zweite Pfosten, der auch schon beim Gegentreffer gegen Österreich nicht besetzt war, da er über Umwege der Ball ins Tor gegangen. Hier tut es richtig weh, denn das besiegelte das Aus der Türken aus diesem so starken Turnier. Die Niederlande setzt sich durch mit 2:0 und zieht verdient ins Halbfinale ein. Jo, das war's mit dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Umstände. Danke fürs Reinschalten, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.